Hallo, mein Name ist Armin Harig. Dies ist mein erstes 3D-Video. Ich nehme euch heute mit meinem Gleitschirm zu einem wunderschönen Flug über Franschhoek. Franschhoek ist ein kleines Örtchen, etwa 1,5 Stunden nordöstlich von Kapstadt. Der Startplatz hier oben am Pass von Franschhoek ist optimal bei westlichen bis nordwestlichen Winden. Sie sollten allerdings nicht zu stark sein. There's disaster in your path, boundaries in your path. What do you desire when lifts you higher? You don't have to be extraordinary, just forgiving those who never heard your cries. You shall rise. Ja, wie man hier sehen kann, kann ich an den sonnenbeschienenen Westhängen, wo der Wind langsam vom Tal unten hochkommt, wunderschön an Höhe gewinnen. Nach einigen Kreisen eröffnet sich ein wunderschöner Blick über Franschhoek und die umliegende Region. Rechts unten taucht auch mein Startplatz am Pass von Franschhoek wieder auf. So, vor mir die Wolke sieht man, ist noch nicht so optimal ausgebildet, es ist nämlich gerade erst 12 Uhr, aber die Wolken weiter hinten sehen schon wiederum etwas besser aus. Ja, ich nutze meine Chance, nehme die Höhe mit und fliege mal Richtung Süden. Doch die nächste Wolke ist zu zerfasert an der Unterkante, dementsprechend keine Aufwinde. Auch der Flug zur nächsten Wolke sieht zwar am Anfang gut aus, doch wie ich angekommen bin, ist sie auch wieder am Zerfallen. So, nun fliegen wir nochmal Richtung Norden dieser Kette entlang nach Pahl, das etwa 25 Kilometer entfernt liegt. So, rechts hinter mir sehen wir wieder den Stausee bei Franschhoek. Inzwischen sind wir etwa 10 bis 15 Kilometer weiter nördlich angekommen. Ich nutze hier die Aufwinde und drehe immer wieder auf, um weiter Höhe zu takten für den weiteren Flug. In the heart of Stubjarna you were born and raised, sister to 7 brothers. You worked all your days, taught by your mother, you followed farm life. Ja, beim Gleitschirmfliegen ist man einfach komplett losgelöst von der Erde, lässt alle Sorgen zurück und einfach die Freiheit genießen.
Natürlich muss man auch auf eine richtige Routenwahl achten, wenn man weite Strecken fliegen will, damit man immer wieder Aufwinde hat, bei denen man an Höhe gewinnen kann, um Stück für Stück voranzukommen. So much was uncertain and life was unfair, but soon you'd be glad that fate took you there. You crawled up the stairs too tired to walk. Servant girl and milkmaid learned the language they talk. Only memories to guide you between right and wrong. So you fled from that place. Ja, das geschulte Gleitschirmfliegerauge sieht da vor uns schon ganz leicht angedeutet Cumulus. Das sind also Aufwinde, die es gerade so bis an die Inversionsgrenze schaffen. Aber wir sind da auch nicht ganz allein mit dieser Idee. Wir sehen schon wieder die ersten Vögel, die mit uns genau auf demselben Weg sind und die Aufwinde auch wieder nutzen wollen. It's there that a gypsy put your faith to the test. She said as she looked at the palm of your hand, you'll marry a soldier, but not from this land. Across the sea you will sail, and their life you'll enjoy. With the birth of your children, one girl and one boy. Just as she said, the prediction came true, and to Scotland you went to start. So, wir haben nun die maximale Höhe unseres Fluges bei etwa 2000 Höhenmeter vor uns Paal Rock zu sehen. Von links kommt die feuchte Luft aus Kapstadt mit den Wolken, die etwas unter uns liegen. Hier sehen wir auch den Simonsberg und Stellenbosch. The years have passed by, now you're tired and old. The wrinkles of your face hide stories. Ja, da ich vor dem Flug vergessen habe, mein Handy aufzuladen, habe ich mich hier entschlossen, nicht mehr in den Norden weiterzufliegen, sondern lieber an der dicken Hauptstraße unter mir zu landen. You've always a smile. Always a smile. Always a smile.